Herr Weizsäcker, in Ihrem Buch Faktor 5 beschreiben Sie Wege, wie die weltweite Ressourcenproduktivität um mindestens 75 bis 80% gesteigert werden kann. Hat sich etwas seit der Veröffentlichung Ihres Buches an den Ergebnissen geändert? Wissen, was hat sich geändert? Erstens, in China hat man den 12. Fünfjahresplan beschlossen. Und mir sagten Chinesen, das ist eine sehr ähnliche Denkweise. Und einige von den Verfassern haben auch Faktor 5 auf Chinesisch gelesen. Aber umgekehrt gibt es einen Trend, dass inzwischen wieder alles billig wird. Aus zwei Gründen. Erstens nimmt die Nachfrage nach Ressourcen nach der Finanzkrise von 2008 weltweit ein bisschen ab. Das heißt, die Preise gehen runter. Und zweitens ist in Amerika plötzlich der große Fracking-Hype aufgetaucht. Und die denken alle wieder an billige Energie. Und infolgedessen denken sie, ach, diese Sorge um teure Ressourcen haben wir nicht mehr. Und jetzt interessiert uns eigentlich die Effizienz nicht mehr so sehr. Kommen wir zurück auf den Faktor 5. In dem schlagen Sie auch neben den ökonomischen Maßnahmen eine ökologische Steuerreform vor. Wie sieht diese genau aus? Das ist sozusagen der Kern der ökonomischen Maßnahmen, ökologisch motiviert. Der Punkt ist der: In den letzten 200 Jahren sind Energie und Primärrohstoffe tendenziell immer billiger geworden, weil das Baggern immer effizienter geworden ist. Und dem muss man was entgegensetzen, sonst geht die Verschwendung immer weiter. Man muss dafür sorgen, dass langsam, aber sicher Energie und Primärrohstoffe teurer werden, damit es von Jahr zu Jahr lukrativer wird, mit Energie und Primärrohstoffen effizient umzugehen. Zum Beispiel, dass man Sekundärrohstoffe verwendet. Das heißt, dass man gutes Recycling macht, dass man Energiekaskaden macht, dass man also sie nicht einmal braucht und dann gewissermaßen das Ganze sich in Wärme auflöst. Das ist die Betriebstechnik zur Zeit des Überflusses. Und das muss ein Ende haben. Und nun habe ich mir vorgestellt, wir machen das so sanft, dass es die ganze Wirtschaft, die ganze Gesellschaft gut aushalten kann. Nämlich Erhöhung der Preise gerade um so viel Prozent, wie im vorherigen Jahr die Effizienz zugenommen hat. Das heißt also, man braucht dann weniger Kilowattstunden, dann dürfen die Kilowatt schon ein bisschen teurer sein. Und dann macht man so eine Art von Ping-Pong. Steigt der Energiepreis, steigt die Energieeffizienz. Steigt die Energieeffizienz, steigt der Energiepreis. Und das geht dann hin und her, 100 Jahre lang oder so. Genau wie wir es bereits erlebt haben beim Bereich Arbeitsproduktivität und Löhne. Das war auch so ein Ping-Pong. Und im Laufe der 150 Jahre Industriegeschichte haben wir eine Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität und der Löhne und des Massenwohlstands erreicht. Das heißt also, wir müssen mehr Wohlstand erzeugen durch höhere Preise. Ansonsten kommen wir in das Dilemma des Rebound-Effekts. Richtig. Wenn die Energie und die Rohstoffe immer billiger werden, dann kommt immer dieser sogenannte Rebound- oder Boomerang-Effekt. Der heißt, alle Effizienzfortschritte werden aufgefressen durch zusätzlichen Konsum. Das ist zum Beispiel in Amerika passiert. Man hat zwar das einzelne Auto effizienter gemacht über die sogenannten CAFE-Standards, die Fuel Efficiency Standards, aber gleichzeitig ist das Benzin eher billiger geworden. Und da war die Botschaft an den Amerikaner, jetzt könnt ihr mit den effizienteren Autos doppelt so weit fahren für einen Dollar. Und exakt das haben sie gemacht. Das heißt, die Automobilität hat sich gigantisch ausgedehnt. Für die Natur ist nichts übrig geblieben. Sie fordern neben einer Effizienzrevolution auch eine genügsamkeitsorientierte Kultur, obwohl sich Menschen nur ungern im Verzicht üben. Wie könnte ein solcher Kultur- und Konsumwandel aber gelingen? Wenn ich weiß, dass Energie und gegebenenfalls Wasser
und Primärrohstoffe langsam teurer werden, dann werde ich völlig selbstverständlich in meinem Alltagsverhalten mich ein bisschen umstellen. Also zum Beispiel die Idee, dass man 30 Kilometer täglich irgendwo ins Grüne rausfährt und dort ein Häuschen hat und dann für den Job wieder in die Stadt fährt, das ist absurd. In Amerika ist das normal, weil das Benzin immer nichts gekostet hat. In Deutschland sind wir da viel vernünftiger und haben eine vernünftige S-Bahn-Entwicklung gemacht. Gibt es in Amerika nicht. Das heißt also, auch das Alltagsverhalten verändert sich mit dem Preis. Das ist aber natürlich nicht alles, sondern es gibt auch, dass Freundesgruppen einander mitteilen, du übrigens, dieses lokal angebaute Gemüse schmeckt wahnsinnig gut, wir werden seitdem auch nicht mehr so krank. Oder wir empfinden es als beschämend, dass wir Kiwis aus Neuseeland einfliegen, bloß weil das Flugbenzin nicht besteuert wird oder so. Da gibt es auch Bewusstseinsprozesse. Und im Übrigen sagt jeder vernünftige Diätarzt, dass sich vollfressen die ganze Zeit viel weniger gesund ist, als ein Stück weit genügsam sich ernähren. Welche Innovationen und politischen Maßnahmen wünschen Sie sich, damit eine Effizienzrevolution, so wie Sie sie in Ihrem Buch beschreiben, schneller auf den Tisch kommt und schneller in die Gesellschaft vordringen kann? Ja, im Kern ist es also die langsame, sozialverträgliche Verteuerung von Energie, das ist das Wichtigste. Und das sollte man nach Möglichkeit europaweit harmonisieren und damit Erfolg haben, Europa immer effizienter werden lassen und damit auch immer erfolgreicher auf den hart umkämpften Wettbewerbsmärkten der Welt, sodass dann die Japaner und die Südkoreaner und dann die Chinesen plötzlich denken, Donnerwetter, die Europäer, die machen uns da was Tolles vor, müssen wir mitmachen. Und dann irgendwann kommen sogar die Amerikaner aufs Boot.